Das stimmt. Und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Hier ist er für euch aus Stuttgart, Nikita Miller. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ich hatte vorhin backstage so meine Kindheit vor Augen. Das erste Mal, dass ich Interesse an Mädchen hatte, das war so die 5. Klasse. Und mein Kumpel Victor und ich, wir haben uns jeden Tag nach der Schule im Kiosk getroffen und haben uns die Coverbilder von den Pornoheften angeguckt. Ich meine, die waren weit oben, wir sind klein, wir standen einfach nur da und haben uns das angeschaut. Und ich weiß nicht, wie lange wir das gemacht haben, weil wir waren jenseits von Raum und Zeit, wir waren glücklich. Und irgendwann Victor zu mir: Nikita, was wir hier machen, das ist nicht richtig. Das muss aufhören und zwar sofort. Und geht raus. Und ich muss sagen, Victor ist so einer, von dem ich mir bis heute nicht wirklich ein Bild machen kann. Nach außen hin entspricht er dem typischen Russen-Klischee. Groß, breit, behaart, Nussknackergebiss, dicke Augenwülsten. Als Kind schon. Und manchmal hatte Victor seine philosophischen Momente. Der hatte so sinnliche Augenblicke, wo er einfach so da sitzt und blöd. Jedenfalls, er geht raus, ich laufe ihm hinterher und bin völlig frustriert, mental im Arsch, bis ich draußen vorm Kiosk einen Obdachlosen liegen sehe. Und ich meine, es war windig, es war kalt, es hat geregnet, der Typ war richtig im Arsch. Und Victor und ich hatten in diesem Moment so denselben Gedanken, wir leeren unsere Geldbeutel aus, kratzen unser Kleingeld zusammen, Victor geht zu dem Obdachlosen hin, aufstehen. Ich gebe dir eine Mark, wenn du da reingehst und uns ein Pornoheft kaufst. Und wir hatten das Heft. Und es war der Wahnsinn. Jede Seite war wie ein verfluchter Quantensprung in ein anderes Universum. Wir haben dieses Heft bei uns in der Schule, im Keller, in dem Schließfach gebunkert. Und wir haben uns in jeder Pause getroffen, um dieses Heft zu lesen. Und es kam nicht in Frage, dass einer von uns dieses Heft alleine liest. Die Männer wissen warum. Kopfkino, jetzt rattert's. Und irgendwann waren wir zu dritt, irgendwann waren wir zu viert und es hat sich rumgesprochen. Irgendwann waren wir über 10 Leute, irgendwann waren wir über 20 Leute. Ihr müsst euch das vorstellen, in jeder Pause über 20 Leute bilden einen Kreis und in der Mitte ist ein Loch. Und in diesem Loch saß der Auserwählte, der Mann, der dazu bestimmt war, umzublättern. Hey, und du kommst in die Schule, das müsst ihr euch so vorstellen, du kommst in die Schule und jeder kennt dich von der einen Seite so, hey, was geht? Und du, hey, nichts bei dir. Hey, geht ihr nachher wieder das Heft lesen? Und du, hey, vielleicht. So, und du sitzt in der Schule und 2, 3 Reihen neben dir so, hey, psst, hey. Und ich so, was? Ich habe gehört, ihr geht nachher wieder das Heft lesen. Und ich sag, vielleicht, mal sehen, keine Ahnung. Ich bin dabei. Klar, ein Mann sagt, ich bin dabei. Kein Mann fragt, darf ich mitkommen, nackte Mädchen anschauen. Ein Mann muss stark aussehen, selbstbewusst wirken. Ich bin dabei. Und ich sage, nein, Mann, bist du nicht. Und er sagt, warum? Und ich sage, Victor, erklär's ihm. Und Victor geht zu ihm hin, Dennis, du bist ein guter Junge und ich mag dich. Unsere Mütter besuchen den gleichen Zumba-Kurs. Aber wir nehmen zurzeit keine neuen Mitglieder mehr auf. Das ist nichts Persönliches. Wir waren die coolsten in der ganzen Schule. Außer die Oberstufe, 8., 9. Klasse. Die hatten andere Connections. Mit denen konnten wir nicht mithalten. Die hatten Videokassetten. Und irgendwann, ich gehe runter in den Keller, das Schließfach ist offen und das Heft ist weg. Und ich sage, Victor, jemand hat unser Heft geklaut, wir sind im Arsch, unser Image, keiner will mit uns mehr was zu tun haben, wenn die das rausfinden. Und Victor sagt, beruhig dich, morgen fangen Sommerferien an und dann haben wir genug Zeit, neue Heft zu kaufen. Ich sage, nein, wir kriegen heute Zeugnisse, mein Zeugnis sieht beschissen aus, ich kriege kein Taschengeld, wo soll ich Geld hernehmen, neue Obdachlose zu bezahlen? Und von da an ging Victor mir immer aus dem Weg. Ich rufe ihn an, der geht nie ans Telefon, ich laufe ihm am Weg, der hat es immer eilig. Und irgendwann, nach 2, 3 Wochen, begegne ich ihm zufällig auf dem Spielplatz. Und ich gehe zu ihm hin, ich sage, hey Victor, ich weiß genau, du hast das Heft geklaut, gib's mir wieder. Und Victor sagt, Nikita, das geht nicht. Ich habe das Heft zu oft gelesen. Ich hatte keine Ahnung, was er meint.
Ich sage, ja und, ist es, jetzt lese ich's. Und er sagt, ah, das bringt nichts, das musst du verbrennen. Und ich sage, Viktor, was laberst du? Und er sagt, Nikita, ich formuliere so. Allein sein zu können, das ist schön. Allein sein zu müssen, ein bisschen schwierig. Ich sage, was? Und Viktor, ey, blöd. Nikita, hast du dich schon mal selbst befriedigt? Ich habe mal meine Mutter gefragt, Mama, was bedeutet befriedigen? Weil mein Zeugnis war voll davon. Und meine Mutter meint, das bedeutet, man ist einigermaßen zufrieden mit dir, aber es könnte besser sein. Es ist wichtig, dass andere Leute zufrieden mit dir sind, aber es ist wichtiger, dass du selbst mit dir zufrieden bist. Für dich als Mann, für deine Entwicklung sehr wichtig. Und meine Mama und ich hatten noch sehr viele Gespräche über Selbstzufriedenheit und sie hat mir ein paar Meditationen beigebracht von Tony Robbins, wie man mit sich selbst ins Reine kommt, fürs Selbstbewusstsein und so weiter. Und ich schweife ab. Jedenfalls, Viktor fragt mich, Nikita, hast du dich schon mal selbst befriedigt? Und ich sage, ja klar, mache ich ständig. Meine Mutter sagt, es sei wichtig für mich als Mann. Sie hat mir auch ein paar echt geile Methoden gezeigt. Und Viktor so, deine Mutter. Und was hat sie dir gezeigt? Und ich sage, naja, also manchmal lege ich mich einfach nur aufs Bett, schließe die Augen und sage mir ganz laut, du bist was ganz Besonderes. Du schaffst das. Und der Rest geht dann von allein. Manchmal mache ich das auch vom Spiegel. Und Viktor, Tichur Durak, vom Spiegel? Das ist doch krank. Ich sage, ja, ich weiß, am Anfang kam ich mir auch echt dumm dabei vor. Wieso, wie gehst du vor? Und Viktor so, naja, ich nehme meine Hand. Ich so, ich mache das freihändig. Ist so eine Kopfsache, weißt du? Und Viktor so, freihändig, ja? Du meinst mit deinen Gedanken. Kannst du mir zeigen, wie das geht? Und ich sage, ich mache es jetzt gerade. Meine Mutter sagt, ich soll das so oft machen, bis es irgendwann von alleine geht. Und Viktor so, jetzt gerade? Aber ich sitze hier und rede mit dir. Was ist, warum? Und dann, was, hast du immer Taschentuch dabei oder wie? Ich sag, wieso, falls ich anfange zu weinen. Und Viktor so, du weinst dabei? Ich sag, ja, am Ende, weil es mir dann so gut geht, vor Erleichterung. Und Viktor so, das kenne ich. So, und in diesem Moment kommt Dennis mit seinem Fahrrad angefahren und Viktor rennt auf ihn zu. Dennis, Dennis, bleib stehen, warte, warte. Der ist verrückt. Der wichst den ganzen Tag. Und Dennis so, ja und? Der so, nein, du verstehst nicht. Er sitzt neben mir, er redet mit mir und wichst nebenbei. Freihändig. Und Dennis so, wie freihändig? Mit seinen Füßen. Und er so, nein, mit seinen Gedanken. Er muss uns zeigen, wie das geht. Und Dennis so, ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Und Viktor kommt so zu mir und sagt, du musst uns zeigen, wie das geht. Ich sage, nein, das zeige ich euch nicht. Der Weg zum Erfolg ist individuell, das muss jeder für sich selber rausfinden. Und Viktor, wenn du mir nicht zeigst, dann frage ich deine Mutter. Und an dieser Stelle habe ich meine Mom zitiert. Ich sage, Jungs, Erfolg, das ist kein Sammelbecken, das ist eine Pyramide. Da ist ganz oben nur Platz für einen. Mein Onkel hat mal zu mir gesagt, wenn du wissen möchtest, was für ein Mann du bist, dann kauf dir einen Hund.
So wie du den Hund behandelst, so wirst du deine Kinder behandeln. Und so lernst du Verantwortung und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Onkel einverstanden bin. Ein paar Wochen später kam der große Wendepunkt in unserem Leben. Wir sitzen am Spielplatz, Dennis kommt zu uns angerannt. Hey, hey, Jungs, ihr werdet es mir nicht glauben. Jetzt gibt's YouPorn. Und wir sagen, was ist das? Und er sagt, das ist wie YouTube, nur... Und ich sage, Dennis, willst du mir sagen, da draußen existieren Menschen, die Pornos hochladen, umsonst, sie jedem zur Verfügung stellen und jeder kann sie angucken? Und Dennis so, ja. Ich sage, Dennis, red kein Scheiß. Niemand hat so ein reines Herz. Wir sind dann zu mir, um der Sache nachzugehen. Und ich hatte damals noch das 56K-Modem. Das heißt, hey Ma, was? Telefonierst du? Nein, online. Und du klickst auf Verbinden und es hat damals noch diese Geräusche gemacht. Als würdest du zu einem anderen Sonnensystem Kontakt aufnehmen. Und dann sind wir online, wir gehen auf die Seite und was wir gesehen haben, war unfassbar. 5 Filme zur Auswahl. 5 Filme, wir waren überfordert. 5 Filme, wann sollen wir uns die reinziehen? Und ich sage, welchen gucken wir an? Und die sagen, ja, mach den an, der 3 Sekunden geht, sonst explodiert dein Computer. Und ich mach den an und der hat ewig geladen. Das ist nicht relativ, es hat wirklich lang gedauert und ich sitze und wir wippen so auf unseren Stühlen, trommeln auf den Tischen. Dennis macht noch ein anderes Fenster auf, Microsoft Paint. Ich sag, mach zu, sonst schmilzt die Grafikkarte. Ich weiß noch, wie einer von uns den Finger an den Monitor hingehoben hat, um zu gucken, ob der Ladebalken sich bewegt. Der Film geht los, kein Sound, total verpixelt. Du hattest keine Ahnung, was, wo. Ist es der Fuß? Nein, das ist der Kopf. Wenn das der Kopf ist, warum sind da die Augen? Das sind die Eier. Aber wir waren glücklich. Wir haben das Ding auf eine Endlosschleife gesetzt und uns das Ganze 10 Minuten lang reingezogen. Am schlimmsten von uns hat es unseren deutschen Freund Lars erwischt. Lars, sein Papa, hat Sky DSL installiert und Lars hat zu Weihnachten einen Laptop gekriegt. Und Lars saß Tag und Nacht vor seinem Laptop in seinem Zimmer mit runtergelassener Hose und hat X-Videos geguckt. Das war nicht mehr Lars sein Kinderzimmer, das war sein Masturbatorium. Aber Lars hatte 2 Probleme. Er hatte keinen Zimmerschlüssel und er hatte einen Hund. Und das war so ein Riesenhund, so eine englische Bulldogge, so ein fetter Kampfhund. Und wenn Lars die Tür zugemacht hat, um in seinem Zimmer allein zu sein, hat der Hund vor der Tür geweint. Und er hat so lange und so laut geweint, bis die Eltern kommen, die Tür aufmachen, um den Hund reinzulassen. Und davor hatte Lars Angst. Also wenn Lars X-Videos gucken will, Spike, komm mit. Und Lars sitzt hier vor seinem Laptop, die Hose unten, X-Videos, und hier sitzt der Hund und guckt ihn an. Und hin und wieder muss Lars zurückzucken, weil seine kalte Nase oft sein Knie berührt. Was macht also Lars? Er nimmt ein kleines Handtuch und legt es dem Hund aufs Gesicht. Versteht ihr jetzt, warum ich meinem Onkel nicht glaube? So wie du deinen Hund behandelst, wirst du deine Kinder behandeln. Irgendwann war der Hund so konditioniert, Lars sitzt schon vom Rechner, Spike, komm. Der Hund kommt rein, macht mit dem Kopf die Tür zu, geht hoch aufs Sofa und guckt so aus dem Fenster. Jetzt ist die Sache die, Lars war mein Nachbar. Und wenn ich spazieren gehe und schlecht gelaunt bin und ich sehe Spike am Fenster, dann weiß ich, dass es Leute gibt, denen es schlimmer geht als mir. Und irgendwann, ich stelle Lars zur Rede und Lars zu mir, ja, Nikita, ist es krank, ist es arg schlimm. Und ich sage, Lars, ich weiß nicht, aber wenn es dich tröstet, ich bin sicher, du wirst trotzdem mal ein guter Vater. Und bevor ich jetzt gehe, gebe ich euch noch was mit, damit ihr mich nicht vergesst. Von jetzt an, wenn ihr irgendwie mit euren Leuten unterwegs seid oder alleine, romantischer Spaziergang oder mit High Society, sobald ihr einen Hund am Fenster seht,
kriegt ihr das Bild nie wieder aus euren Köpfen. Dankeschön.